Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und wie ihr im Titel lesen konntet, ist ein neuer Planer bei mir eingezogen. Total unverhofft und ungeplant, haha. Ich habe nämlich einen Planer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe mir nichts gewünscht, auch nichts in Richtung Planen oder Basteln und Co. Aber meine Eltern, sneaky wie sie waren oder sind, haben meine Amazon-Wunschliste ausfindig gemacht, die ich wohlbemerkt noch nie mit ihnen vorher geteilt hatte. Und haben dann kurzerhand eine Sache davon für mich bestellt. Und ich habe mit nichts gerechnet und auch besonders nicht jetzt hiermit, weshalb ich total überrascht war und mich total darüber gefreut habe. Aber wir packen das Ding jetzt hier mal ganz schnell aus, damit ihr wisst, worum es sich handelt. Und meine Fingernägel geben auch schon so einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es geht. Wer mich kennt, der kann sich vorstellen, was noch in meiner Sammlung fehlt. Und zwar der, tada, der Final Fantasy Domino Soft in Duck Egg in A5 Größe. Ich packe den hier einmal aus der Folie und dem Tuch. Ja, so sieht das Schätzchen aus. Ich zeige euch mal zum Vergleich den in Personal, den habe ich ja auch. Der ist ein bisschen kleiner und niedlicher und handlicher, aber ihr wisst ja, dass ich ganz viel in A5 Einlagen dekoriere. Und ich habe hier auch schon den ersten Fleck drauf, weil ich nicht aufgepasst habe vorhin. Ich habe den nämlich schon mal ausgepackt und dann wieder eingepackt. Aber ja, jetzt habe ich quasi eine vollständige Sammlung. Der Pocket interessiert mich jetzt nicht so, der ist mir zu klein. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier rein und gucken uns an, was da so drin ist, wenn man den kauft. Das Material ist super soft, wie der Name auch sagt. Ich mag die Farbe richtig gerne. Und wenn man ihn aufschlägt, hat man hier innen direkt so eine Tasche, wo man Sachen reinstecken kann. Das kennt ihr sicherlich auch schon. Bei dem Domino Red sieht das ein bisschen anders aus hier vorne. Das kann ich euch gleich auch einmal zeigen zum Vergleich. Dann geht es weiter mit den Einlagen. Und zwar hat man hier so ein so eine Art Dashboard, also ein klares Flyleaf. Und dann hier das Register in diesem typischen, nicht schönen Beige-Gelb. Und warum man hier unbedingt Zahlen drauf haben muss, weiß ich auch nicht. Aber man kann die Registerkarten immer ganz gut als Vorlage für eigene Divider benutzen oder die dann bekleben oder hier einfach was anderes draufschreiben. Und dann hat man zum einen To-Do-Listen mit diesem Abhackpünktchen, liniertes Papier, kariertes Papier und Blankopapier. Und dann geht es weiter mit Adresseinlagen, die ich aber immer sehr hässlich finde, muss ich sagen. Also die werden bei mir mal als allererstes rausgeschmissen. Falls jemand da Interesse hat, dann sagt mir Bescheid. Und das waren die dann auch. Dann das typische bunte linierte Papier. Hier sind drei Farben drin. Dieses Blau, so ein Türkis und Rot. Auch die schmeiße ich immer als erstes raus. Da habe ich auch schon ein paar aus dem alten Filofax irgendwo rumliegen, die ich noch nie benutzt habe. Eigentlich könnte man die ja auch als Schmierpapier mit benutzen, aber dafür finde ich sie irgendwie immer zu schade, muss ich sagen. Und dann geht auch schon der Kalender los mit der Jahresübersicht. Dann kann man hier seine persönlichen Daten eingeben in diversen Sprachen. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber na gut. Dann kommen hier Feiertage, wie man seinen Filofax registrieren kann und so weiter. Und dann geht's los mit den Wochenübersichten und die sind in diesem Planer vertikal. Das heißt, jeder Tag hat eine Spalte und der Samstag und Sonntag sind dann geteilt in einer Spalte. Das finde ich von der Aufteilung zum Planen eigentlich gar nicht schlecht, weil man hier halt schön die Termine eintragen kann und auch viel Platz hat. Allerdings finde ich die Seiten zum Dekorieren halt eher hässlich und ich finde auch, dass hier mal viel zu viele Sprachen und Informationen stehen, die man irgendwie gar nicht so richtig braucht.
Eventuell werde ich den Kalender dann in den roten File of X packen und wirklich zum Termineplan nutzen, vor allem weil ich gerade noch keinen Ersatz für meinen Sustre Nigrene Planer gefunden habe. Spoiler Alert, ich bin immer noch auf der Suche. Aber ja, ich denke mal, dass ich mich trotzdem daran versuchen werde, das dann so ein bisschen detaillierter zu planen, wie der Tag aussehen soll. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Und dann hat man hier am Schluss, wenn das Jahr rum ist, noch ein paar Notizseiten, also noch mal ein paar Blanko-Zettelchen. Und hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass man sich einen neuen Planer kaufen soll, glaube ich. Kann ich auf dem Kopf gar nicht so gut erkennen. Und das allseits bekannte Lineal von File of X ist noch mit drin. Oder auch Today Marker. Und eine relativ dünne oder wabbelige Folie. Und ganz hinten haben wir immer noch diese Lasche, wo man einen Notizblock reinklemmen kann. Also das ist ja hier so offen. Ich muss sagen, das habe ich irgendwie noch nie so richtig benutzt. Aber ja, ich habe halt auch irgendwie keinen Notizblock, der da reinpasst. ja, aber das ist ja nicht so dramatisch. Und jetzt wollte ich euch einmal noch im Vergleich meinen roten Domino zeigen. Wie der innen aussieht. Und zwar hat der ein paar mehr Fächer. Ihr seht auch schon, mein Setup würde sehr gut in den hier passen. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Also da hat man zwar auch diese Taschen, aber noch ein bisschen mehr und kleinere. Und dann hat man hier so eine Art ja, Visitenkartenfach oder irgendwas, wo man was durchsehen kann. Und hier hatte ich jahrelang immer diese Karte noch drin. Hier sind halt so Visitenkartenfächer oder Kartenfächer noch mit dabei. Die fallen jetzt hier beim Soft weg. Und was auch anders ist, ist die Hülle. Ich kann euch das jetzt nicht so gut zeigen, weil hier persönliche Sachen drin sind. Aber die ist ein bisschen fester als die im Domino Soft. Und ja, das war es dann auch schon so als kleiner Einblick in den neuen Planer. Ich denke mal, dass ich in Ruhe umziehen werde, vielleicht ein bisschen davon mitfilmen werde und dann euch das Ergebnis in einem Setup demnächst zeige. Und der Vollständigkeit halber wollte ich euch noch einmal meine kleine Planerfamilie zeigen, denn so sieht sie jetzt aus. Dafür, dass ich eigentlich immer nur in dem einen Domino A5 dekoriere und die anderen so nebenbei hatte, sind das jetzt schon ganz schön viele. Allerdings ist es auch Quatsch, den oder den verkaufen zu wollen, weil die erstens nicht so teuer sind, wenn man sie sich neu kauft. Und zweitens sehen die auch nicht mehr schön aus. Also für mich spielt es keine Rolle, ob da ein paar Kratzer oder Flecken drauf sind. Ich benutze die halt auch wirklich. Und dann ist das nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Aber ich würde mir jetzt den selber nicht kaufen wollen von mir, wenn ich Interesse an diesem Planer hätte. Dann würde ich ihn mir, glaube ich, auch einfach mal holen. Deswegen wird auf jeden Fall auch, oder beide werden auch bleiben. Und welchen Planer ich jetzt wie oder wofür benutzen möchte, das habe ich mir noch nicht so richtig konkret überlegt. Das zeige ich euch dann, denke ich, hoffentlich irgendwann demnächst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, welchen Planer ich wie verwenden kann oder sollte oder könnte. Und dann ja, werde ich mich eventuell auch demnächst mal wieder an eine Wochendeko wagen. Also ja, seid gespannt und bis bald. Tschüss!